Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Uncharted 4. Wir versuchen jetzt den letzten Turm zu besteigen, zusammen mit Sully, der ist hier vorne. Leider ist der Turm direkt hier mitten in der Stadt, aber irgendwie muss es gehen, also wir werden es schon schaffen. Lass mal loslegen, kann ich rüberspringen? Hier unten links. So, wie sieht es sehr voll hier. Lassen wir sich mal durch. Wir befinden uns immer noch auf Madagaskar. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass Nordic Dogs damals hier... Okay. Na schön. Hier. Ah, ich danke Ihnen sehr, Sir. Guten Appetit. Empfehlen Sie mich. Mhm. Aber wenn man überlegt, dass die früher hier... Crash Bandicoot gemacht haben und jetzt und dann haben sie irgendwann mal hier sowas gemacht und Last of Us und so. Da haben wir's. Kleines Kerlchen. Wie geht's dir? Seht ihr das? Great. Der Turm. Aber Sully, komm, das ist ein Lemur. Komm schon, sag hallo. Schon gut. Niedlich. Ah, man muss auch ein bisschen rumgucken können, ne? Ich entschuldige mich fürs Reuz beim Husten. Hey, 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 Sully. Hey, mein Apfel gemopst. Ich habe einen leichten Reizhut, nur den werde ich gerade nicht los, die letzten Wochen schon. Ich versuche mal ein bisschen zu unterdrücken, aber es ist gar nicht so leicht. So. Oh Mann, hier riecht es schwer. Hier gibt es noch was zu essen. Er hat recht, das riecht gut. Verzeihung. So, wir müssen hoffen, dass die anderen hier nicht herkommen. Trish oder Rafe. Können wir hier rein? Wahrscheinlich ist bestimmt zu die Tür. Ja, komisch, wenn die auch wäre. Na bitte. Verschlossen. Wir müssen irgendwie reinschleichen. Diskret. Okay. Das beinhaltet das Wort Schleichen schon, Sully. Ach. Kann ich rüber? Nein. Ja, nicht längst. Okay, er muss noch durch die andere Seite den Weg gehen. Kann man hier was mitnehmen? Nein, kann man nicht. Ah, guck mal hier. Schon besser aus. Hey, schau mal da. Das Fenster da drüben ist kaputt. Ah, guck mal, dann gehen wir hier direkt links. Hey, Sully. Ich glaube, wir kommen hier durch. Das sollte gehen. Warte mal. Okay. Sully kann das auch alles? Klar, alt, aber oho. So, da kommen wir rein. Okay, mal sehen, was wir hier haben. Da, Symbol. Edward Englands Siegel, wie es auf der Karte stand. So, wonach suchen wir? Gute Frage. Mhm. Erstmal so nach oben. Dann gehe ich einfach mal aus. Ich sehe da schon einen kleinen Kletterparcours für uns. Ein hoher Glockenturm. Auf jeden Fall. Ja, ja, das stimmt. Okay. Wie legen wir am besten da hochkommen? Oder hier ist das in der Mitte. Was ist das? Na, wollen wir wetten? Krass. Tierkreiszeichen. Hey, da ist der Löwe. Ah, und der Stier. Ja, vier Zeichen. Und die vier Glocken da oben. Okay. Wenn wir sie jetzt aber bewegen, dann müssen wir die ganzen Dorf doch wissen, dass sie da sind. Verstehe. Läuten wir ein paar Glocken. Mist. Okay, ich glaube, das ist nicht mehr das Beste. Das ist definitiv da und ruf Sam an. Wird klar. Skorpion, Wassermann, Löwe, Stier. Mailbox. Okay. Hey, Sam, wir haben wohl den richtigen Turm. Ruf zurück. Der Empfang ist nicht so gut hier. Oh, warte mal. Hm, kein Grund zu warten. Dann müssen wir hier irgendwas erstes hoch.
Kann ich da mich nicht hochziehen? Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das nicht funktioniert hätte. Oh, hoch da. Bin gleich zurück. Oh, verdammt. Hey, sieh mal, Sully. Die Uhr geht noch. Ja, ich seh's. Bleib nicht in den Zahnrädern da oben hängen. Nein. Geht klar. Oh, hochziehen. Und jetzt die andere Seite. Kann ich drehen hier das Ding? Warum nicht? Da waren wir schon. Also irgendwas stimmt doch gerade nicht. Kann ich da nicht rumgehen? Nee, anscheinend nicht. Und da auch nicht, ne? Nee. Okay. Ja. Kurz hier rauf. Ja nicht von der Geschwindigkeit her, ne? Das ist ja nichts. Kurz, warte mal, was muss ich da machen hier? Also ich müsste mich da ranhängen, damit ich auch hochkomme. Aber... Ah, okay, warte mal. So geht's auch. Schnell weiter. Das war viel zu knapp. Runtergekracht. Bist du okay? Ja, komm doch. Pass auf deine Finger auf, Nate. Was ich mir Sorgen mache. Nein, alles klar. Vertrau mir. Wo habe ich das schon mal gehört? Opa. Alter, stell dir vor, du kannst sowas, ey. Wie verrückt ist das denn? Löwe. Ich hatte mal was mit einer lieber Löwe. Guck mal. Ah, okay, das war echt laut. Die hat nichts gebracht, Nate. Hm. Ach, sag hoch. Mit einer bestimmten Reihenfolge bestimmt sein, vielleicht. Ah, erst der Skorpion, dann der Aquarius. Okay. So, wo ist der Skorpion, ist die Frage. Nur nach oben. Okay, hier ist der Skorpion. Machen wir erst den Skorpion. Skorpion? Avery war bestimmt Skorpion. Los geht's. Oh Mann! Das müsste was gebracht haben, glaube ich. Das war der erste, ne? Hey Nate, die hat funktioniert. Das Skorpionschloss ging gerade auf. Okay, ich gehe zur nächsten. Aquarius, okay. Wo ist denn der? Ist er weiter oben? Wahrscheinlich, ja. Wo da unten ist der Löwe. Drüben ist Aquarius. Guck mal darüber. Kann ich einfach runterspringen? Wahrscheinlich nicht. Machen wir den. Wassermann. Durchweg nette Menschen. Der Wassermann. Drücken hier wie so ein Bescheuerter. Das hätten wir auch schon einfach machen können. Durch der Ohrstöpsel. Zwei geschafft, zwei übrig, Junge. Super. Also, wie steht's? Okay. Jetzt kommt der Löwe. Da waren wir ja gerade eben. Der war da vorne. Also auf der anderen Seite da, ne? Kann der wieder rüberkommen? Wahrscheinlich so längst, ne?
Gut, machen wir den Löwen aber klar, Startler hier. Dann, ja, wohin geht erstmal 5 Kilometer nach hinten, dann gehen wir nach vorne. So, drücken wir diese Schwerter wieder. Danke. So, der letzte. Löwe ist offen. Muss der Stier noch genommen werden. Okay, nur der noch Stier ein. War oben, ne? Da oben sehe ich ihn ja schon. Schon ein bisschen hart, was er durchzieht. Noch nichts. So. Naja, dem geht's bestimmt gut. Und wir hart kurz muss ein Akku leer. So, alle sind auf. Hey, das war's. Cool. Der Stier ist offen und Avery Siegel ist am Boden erschienen. Verdammt, das war's. Mehr nicht. Aber hey, da ist diese große Glocke ganz oben. Oh oh. Warte, ich geh da hoch. Los geht's. Vielleicht müssen wir die runterreißen, die Glocke. Kann ich mir gut vorstellen. Schnell weiter. Oh. Das war richtig, oder? Das hat Spaß gemacht. Geht's draußen weiter? Wahrscheinlich. Hab ich schon gedacht, irgendwie. Wow. Tolles Panorama. Warte mal. Wo geht das nicht? Ich glaube, wir müssen hier rein und hier dran mal ein bisschen drehen. Oder? Na bitte. In die andere Richtung. Ich drehe die Zeit zurück, nicht schlecht. Reicht das? Okay, jetzt muss es reichen, oder? Ja, guck mal. Nein, 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 nein. Okay. Glück gehabt. Oh. Guckt euch mal an, was er da macht, ey. Ganz nett. So, da wären wir. Okay. Ich hoffe, vielleicht kommen wir da irgendwo da draußen, Sam. Ey, wo müssen wir da reinkommen? Ist auch ein Gitter davor. Okay, wenn wir auch direkt reingehen. Okay, Sally, geschafft. Das wird richtig laut. Ja.
Sully, Achtung! Sorry, der Griff ist abgebrochen. Da muss wohl jemand schwingen. Selbst, dann wollen wir mal schwingen. Okay, los geht's. Alter Schwede. Oh, heilige Scheiße. Warum jetzt sind die ganzen Leute angerannt? Verdammt nochmal. Hey, Sully. Oh, Scheiße. Wenigstens ist die Tür offen, was? So geht es natürlich auch. Alles okay? Keine Ahnung. Bei dir? Okay. Ja. Siehste. Hey, schau. Die Münze. Willst du sie? Ja, klar. Warum nicht? Mal sehen, was da unten ist. Die ist noch da übrig, die Münze. Haufen von Gold und Juwelen. Sam, endlich. Bist du okay? Ich habe meinen Turm durchsucht. Nichts gefunden. Tja, das ist definitiv der richtige Ort. Komm hier rüber. Ernsthaft? Okay, ich bin unterwegs. Komm. Gut. Jetzt hat er Empfang? Auch so war Sam wahrscheinlich. Er ja nicht. Die hatten ja keinen Empfang. Yeah. Open the door. Sully. Bin ja weit voraus. Bin ja weit voraus. Ich hoffe nicht, dass jetzt gleich schon wieder wie immer die anderen kommen. Hey, seid ihr unsere Jungs? Yep. Henry Avery, Thomas Two, echte Komplizen. Okay, gucken wir uns das mal an. Die Gründer. Die Gründer von was? Der schlimmstmöglichen Schnitzeljagd. Hier sind die Siegel von Avery und Two. Die sind aber etwas anders. Ja, die haben diese Sternmuster. Hm? Die drehen sich. Aber in welche Richtung sollen sie zeigen? Wo vielleicht? Wow. Okay. Sollen wir nachsehen? Ja, warte kurz. Mehr Piratensymbole. Adam Baldridge, Anne Bonny und Christopher Condent. Ja, deswegen, okay. Okay, auf wie viel sollen die noch rum sein? Das weiß man ja nicht, ne? Ah, das weiß ich jetzt auch nicht. Es gibt zu viele Kombinationen. Schauen wir doch mal, wo diese Tür hinführt. Na, gucken wir erstmal nach, vielleicht finden wir ja was darüber. Da sind wir schon zwei. Hey, ich hatte recht. Baldridge, Bonny und Condent. Sehr schön. Wir müssen uns die Bilder mal genauer was angucken. Was machen die überhaupt hier? Tja, finden wir es raus. Ah, guck mal da. Wow, dieser Schnauzer. Beinahe so beeindruckend. Hey, sieh mal die Sterne. Die auf den anderen Siegeln von Avery und Two im anderen Raum. Hey, du hast recht. Ach, guck mal. Dann haben sie hier bestimmt auch welche. Ach ja, Condent nannte man Einhandbill. Die andere war wohl angefertigt. Hier ist noch so ein Sternmuster. Ja, aber das hier ist anders als das erste. Oh ja, gut aufgepasst. Danke. Gutes Aussehen. Was denkst du? Die Siegel von Avery und Two. Die Sterne passten zueinander, weißt du noch? Ich wette, das tun die auch. Was dreht er sich? Okay, warte mal.
Und das nicht? Nee, andersrum so. Müsste es nicht so sein? Würden sie passen. Test dabei. Da können wir die Sterne ja nicht sehen, aber jetzt wissen wir ungefähr, wo wir hoch rein. Also, die gucken noch da, der guckt noch da, der guckt auch noch da. Wir testen mal. Da geht schon wieder eine Tür auf. Ja. Also, wer waren diese Typen? Weißt du nicht, oder? Es gab damals einen Haufen Piraten, weißt du? Wir stecken fest. Nein, gar nicht. Gib mal dein Handy. Was, willst du einen Freund anrufen? Fast. Ich texte Sam. Ja, mach ein Foto davon. Besser geht's ja nicht. Der kannte auf jeden Fall alle, weil er so viel im Knast gelesen hat. So. Wir gehen trotzdem mal hier rein. Und gucken mal, wem was gehört. Das sind eigentlich ein paar schöne Gemälde. Wenn wir keinen Schatz finden, könnten wir sie an ein Museum verkaufen. Finden wir die Sternenmuster. Okay, ich meine ja nur. William Mays. Amerikaner? Ja, aus Rhode Island. Wie Thomas Two. Da, oder? Da. Entschuldigung. Das hätten wir. Okay, den einen haben wir. Was können wir anderen noch finden hier? Oh, mein Handy gucken. Hey, bist du noch im Turm? Ja, gerade wieder runtergeklettert. Was ist das für ein Bild? Sag ich dir später. Sag mir erstmal, wer ist. Also, die Delfine sind Richard Wand. Der Dreizack ist Joseph Farrell. Und die beiden Hände mit Perle sind William Mays. Gut, bleib an einem Ort mit Empfang. Wir brauchen dich bestimmt noch. Warte, Nathan. Hast du den Schatz? Nein, noch nicht. Aber ich arbeite an einem Mechanismus. Ich sag Bescheid. Okay. Bücher, Globus. Dieser Wand wirkt wie ein Gelehrter. Hey, Richard Wand. Er war der Kapitän der Dolphin. Puh, er und Baldridge haben wohl um die beste Perücke gewetteifert. Hier, hält mal mit. Hey, Sally, hilf mir mal. Na klar. Danke. Hängen Sie die da rein? Klar. Wenn Sie schon dabei sind, machen Sie auch Ordnung. Hängt es gerade? Wen interessiert das? Mich zum Beispiel. Puh, sieh dir Farrells Gesicht an. Klar. Er wäre wohl lieber irgendwo anders. Gucken wir mal auf unser Büro hier. Können wir mal gucken? Ups, nee, so rum. Okay, also die sind ein bisschen anders. Gucken, was am besten passt. Vielleicht. Dreh die mal. So. Könnte sein. Leg mal hin. Nee. So lassen. Und hinlegen. Den vielleicht so rum. Müsste das auch mit unten anpassen, oder? Also sehe ich das verkehrt. Ich glaube so, oder? Er hier? Warum? So. So hier links? Okay. Aber so müsste es passen. Also, das können wir ja so lassen. Dann gehen wir kurz zurück. Ja, das passt schon. Komm mit. Das sah auf jeden Fall ziemlich danach aus, ob es richtig war. Gucken wir mal. So, nochmal reingucken. So die Flammen. Der zack nach da und die ist nach unten. Okay.
Habe ich falsch geguckt? Mal gucken, mal auf. Der Zack nach da. Der schwarze da, der weiße da. Aber das kann natürlich sein. Dadurch, dass wir das hier drin haben. So. Die Farbe ich auch negativ war, ne? Okay. Und wen haben wir hier? Weißt du, ich bin wirklich geschockt, dass du das nicht weißt. Oh, ich weiß es. Ich will sicher gehen, dass Sam es weiß, weißt du? Er will gerne gebraucht werden, deshalb. Aha, natürlich. Okay, hier ist ein bisschen was verbrannt. Das ist natürlich ärgerlich. Was ist hier passiert? Da ist wohl eine Fackel runtergefallen. Komm, mal sehen, was übrig ist. Ich erkenne den Kerl nicht. Er wirkt viel jünger als die anderen Piraten. Er sieht aus wie Guybrush Threepwood von Monkey Island, oder? Guck mal das an. Ist das der Hommage an den? Sieht echt so aus. Aber ich sehe leider das Dings nicht hier. Da oben ist auch einer von ihm. Kein Name. Seine Aufmachung wirkt maurisch. Warte, mein Handy brüllt. Oh, Sam hat geantwortet. Ah, siehst du, Sam weiß also auch nicht alles. Ham ist nicht angebracht. Ja, ich weiß. Sehen wir uns die Gemälde an. Das Affensiegel hat er noch nie gesehen, okay. Ja, sieht Al-Basra. Wirkt indisch. Fast. Mogul. Halt, haben die Mogule nicht Avery ausgeraubt? Ganoven-Ehre. Ja, ob es das wirklich gibt. Wo ist denn sein... Sehe ich das gerade nicht? Wo sind denn seine Sternensymbole? Da. Jetzt sehe ich es. Zwei. Schal. So, und ihn hier? Edward England. Kräftiger kleiner Kerl. Da, seine Tasche. Drei. Okay. Gut, jetzt fehlt uns das hier, dieser eine noch, ne? Der mit dem Affen, das ist ja lustig, das muss ja Guybrush Threepwood sein. Das ist ja so ein kleiner Hommage daran, oder? Er sieht ja verdammt nochmal danach aus. Und zweitens hat er wegen Monkey Island auch das mit dem Affen zu tun. Und vier. Okay, da auf dem Arm hat er das, ne? Habt ihr das gesehen? So. Gut, dann lass mal kurz, reingucken in unser Dings. Okay, ich habe die Namen von zwei von ihnen. Wir sollten das trotzdem lösen können. Der mit Affen ist hier Guybrush. Okay. Zurück. Müssen wir gucken. Den Tiger. Den könnten wir so drehen. Und hinlegen. Dann holen wir ihn von hier oben. Den gehen wir runter. Das ist der Affentyp, glaube ich. Den drehen wir nämlich so rum. Dann wird das passend da. Dann haben wir... Dann haben wir den, aber das ist der 3 da. Könnte natürlich mit dem hier passen. Den einfach direkt so hinlegen können wir ihn nicht, dann würde das auf der linken Seite nicht passen. Ja, warte, noch nicht. Der könnte so liegen, aber der passt mit dem hier ja nicht. Dann ist der hier verkehrt. Oder der ist verkehrt, der muss anders gedreht werden. Ja, genau, jetzt sehe ich es. Okay. Hinlegen. Und dann machen wir den vierten hier hin. Den drehen wir jetzt so rum. Dann würde der hier hinpassen. Warum? Genau, und dann passt der. Nein, nicht zu machen. Nein, rein. Ich hab's vergessen. Dann müsste der hier ja in die Richtung gedreht werden, ne? So. Zack. Gut, sieht doch gut aus. Gehen wir mal hin. Muss ich aber zwei, dreimal reingucken, damit ich das, glaube ich, lösen kann. Wenn es dann so richtig war. Weiß man ja auch nicht. So. Schauen wir mal. Ach so, ja. Vielleicht hätte ich auch erst ins Tagebuch gucken sollen. Also der erste. Die müsste auf dem Kopf. Nach links, nach unten. Nach rechts. Kopf, links, unten, rechts. Kopf, links, unten, rechts. Kopf, links, unten, rechts. Kopf, links, unten, rechts. Kopf,
Links, unten, rechts. Kopf. Links. Unten. Rechts. Okay, ist er verkehrt. So. So rum. So rum rechts. Das andere rechts. Was haben wir hier? Ich weiß noch nicht genau. Na, dann schick's doch an Sam. Wirklich? Hey, aber er ist doch der Piratenexperte. Ich meine ja nur. Okay, einmal. Zweimal. Und das letzte. Ja. Okay, mal sehen, was er dazu sagt. Hörst du? Das sieht fast aus. Ja. Was tust du? Du hast doch Fotos gemacht. Halt mal. Also, Averys Rekruten haben ja damals wohl keine Smartphones gehabt. Na, wahrscheinlich nicht. Also wären sie nur so auf den nächsten Hinweis gekommen. Das sind Hinweise. Ja, pass auf. Schön gegen das Licht halten. Voila. Ho, ho, ho. Okay, das sind wohl Fassadwinde. Ja, und das sieht aus wie Breitengrade. Und ich schätze, wir packen mal wieder unser Taschenkumpel. Was? Rodeus Quod Licentia. Nein, nein, das kann nicht sein. Was meinst du? Oh Gott, so offensichtlich. Nicht? Warum habe ich das nicht eher erkannt? Scheiße, jetzt spuckst du einfach raus. Wovon zum Teufel sprichst du? Nein, warte mal. Sam, hast du die Fotos? Sieh mal an. Da denke ich, ich rufe Sullivan an. Und wer hebt dann ab? Wie geht's dir, Nate? Hey, Rafe. Ist eine Weile her. Woher hast du die Nummer? Hast du sie auf einem Bierdeckel gefunden? Schön wär's. Das hätte mich nur ein paar Gläser rumgekostet. Nein, nein. Ich habe ein Batzen Geld bezahlt, um euch zu finden. Ja. Ich hoffe, du hast nicht zu viel in dieses Avery-Ding gesteckt. Da gibt's harte Konkurrenz. Ja, du hast dich ziemlich clever angestellt. Aber am Ende zählt ganz allein, wer Averys Schatz zuerst kriegt. Aha, das klingt wie eine Wette. Nate, du weißt, ich stehe auf Wetten. Nur meine Partnerin. Tja, sie bevorzugt die Vermeidung unnötiger Risiken. Wow. Rafe Adler hat die Zügel nicht mehr in der Hand. Die Zeiten haben sich geändert. Hör zu, Nate. Ich mach dir ein einmaliges Angebot. Du lässt die Sache sein. Gehst heim, lebst dein Leben. Alles ist vergeben und vergessen. Wegen der alten Zeiten. Ja, so verlockend das auch klingt, Rafe. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht der Typ, der aufgibt, wenn er gerade gewinnt. Okay. Rodeus Quod Licentia. Für Gott und Freiheit. Echt nette Bilder, Nate. Guter Aufbau. Du hast uns gehackt. Du hast mein Kreuz geklaut. Hör zu, Nate. Wenn du halb so schlau bist, wie du selbst glaubst, akzeptierst du jetzt. Wie sieht's aus? Hör zu, es war wirklich nett, mit dir zu plaudern, aber ich habe gerade noch einen Anruf. Gut, Nate. Nur noch eins. Nate! Was? Dir ist doch klar, dass eure Telefone auch GPS haben, oder? Wir sehen uns dann, Kumpel. Shit. Lass mich raten, Kerle mit Waffen sind hierher unterwegs. Sam! Für Gott und Freiheit. Nathan, weißt du, was das bedeutet? Sam, hör mir zu. Weg von der Straße, sofort. Zerstör dein Telefon. Was ist denn los? Rafe weiß, wo wir sind. Du musst dich sofort verstecken. Sam! Verdammt. Hey. Ich kauf dir ein neues. Natürlich macht er das. Noch Kohle haben die ja. Wenn sie den Schatz haben, zumindest. Na, wo kommen sie? Sprich die Tür gleich auf. Okay. Ich bin schon da draußen. Nee, doch noch nicht. Als ob die diesen Glockenturm nicht gehört haben, wie der runtergekracht ist. Also ganz ehrlich, total überrascht die Leute. Ich glaube, das ist Sams Turm. Auf jeden Fall ist das Sams Turm.
Komm schon. Hier lang. Entschuldigung. Verzeihung. Excusez-moi. Wie lange dauert's wohl, bis Rafe hier ist? Wir sollten jedenfalls nicht auf ihn warten. Scheiße. Sorry, Mann. Komm, hier runter, Nate. Nate, pass auf! Scheiße! Keine Munition mehr. Eine andere Waffe? Ich habe eine Waffe. Die Granate bringt gar nichts bei dem Ding. Mach trotzdem mal. Sieht ja trotzdem in meinen Luft. Was tut er nicht? Schade. Weiter angreifen? Wo kommt er? Man nervt so ein bisschen. Oh. Mist, ich dachte, ich könnte ihn umhauen, den Typen. War wohl nix. Nochmal. Gar nichts da, ne? Und Sally? Hin. Ja.
Alter! Ist das ernst? Okay. Anscheinend schon. Oh. Und, hast du Spaß? Ich hab diesen Scheißkerl. Gut gemacht, Junge. Fünf Schuss, aber egal. Wir müssen irgendwie hier weiterkommen. Oh. Das kann er nicht, ne? Oben links? Ne. Ich muss da so rüber irgendwie. Soll ich irgendwas entdeckt? Nee, also okay, wir sind weg. Unser Wagen. So, los hier. Alles gut. So. Wie kommt ihr zu Sam? Einfach immer nach unten. Ja. Nee, da sind noch mehr. Festhalten. Ach, Himmel. Alter. Das ist auch ein bisschen schwierig, hier rumzufahren. Wir müssen weiter bergab. Naja, ich versuch's ja. Ich versuch es. Aus dem Weg! Oh, mein Gott! Oh, ein Wagen! Verdammt, schon wieder dieser Scheißwagen! Bitte überfahr niemanden! Sorry! Oh. Runter, ne? Aber. Oh, Alter. Platt hier. Festhalten! Wo zum Teufel? Du sagtest doch einfach bergab! Teufel am Arsch! Mann, das war echt eine tolle Idee, ne? Willst du fahren? Nein! Siehst du? Geschafft! Oh! Mist! Die geht nicht auf! Hier lang! Los! Weg hier! Okay. Los! Hier richtig? Ja. Ich fahr dann mal! Hier ist er! Soll ich jetzt machen? Hey, die Treppe hoch! Los geht's! Wow! Das ist mal eine abgefahrene Strecke. Ha, meinst du echt? Ja! Ich glaube, wir sind sie los. Hey, nee. Ja? In dieser Stadt können wir uns nie wieder blicken lassen. Die Liste wird länger. Das macht schon Spaß, hier runter zu heizen. Oh, 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 Vorsicht! Echt jetzt? Das ist ein Geländewagen. Sam's Turm steht am Fuß dieses Hügels. Fahr weiter runter. Ich versuche es. Okay, daran soll der Laster mal vorbeikommen. Oh, komm schon! Nach rechts, nach rechts! Warte! Keine Angst, ich schaff das! Ich schaff das nicht! Heilige Scheiße! Wir sind fast da! Alter, Ausschau nach Sam! Hey, ich glaube, da ist er. Da drüben. Oh, auf dem Motorrad. Festhalten! Was denkst du, was ich hier mache? Kommt mir zu ihm. Keine Ahnung. Folge einfach diesen Konvoi da.
Ja, toll. Mann, Mann! Haben die langsam genug Schläge auf uns gehetzt? Ja, wir leben noch, oh, also. Voll die falsche Richtung. Wie kriege ich ihn noch? Muss er wieder hochkommen? Durch links. Okay, mein Bruder ist schon gleich tot. Okay. Ich fahre, glaube ich, in die falsche Richtung. Und sowas von. Ja, da hinten sind sie. Der Walter, ich fahre auch echt der letzte Henker hier. Okay, da geht's nicht längs, da müssen wir vor und längs fahren können. Da sind sie. Weißt du, wie wir Sam erreichen? Noch nicht, aber die Straße ist weit zu Ende, Kleiner. Ich weiß, ich weiß. Oh nein. Nein. Hier, häng du mal. Was? Ich bin jetzt völlig durchgedreht. Ja, verstanden. Nein. Okay. Da hätten wir wahrscheinlich ein bisschen zügiger hinkommen müssen. Weißt du, wie wir Sam erreichen? Ich hoffe, wir kriegen das hin. Bei dem waren wir ein bisschen zu weit hinten, ne? Ich weiß, ich weiß. Ach, guck mal, er hat einen Haken da oben, deswegen. Nee, hier, häng du mal. Was? Bist du jetzt völlig durchgedreht? Ja, wahrscheinlich. Oh. Mist. Oben da. Aus dem Weg! Hoch, 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 hoch! Oh. Alter! Wollt ihr mich verarschen? Du Wichser. Oh Mist. Ah, ich hab noch was. Mal ranziehen da. Okay, das sind doch hier. Also, ich hab noch die Waffe. War zu blutig schon. Hätte ich es beinahe geschafft, ne? Oh!
doch gar nicht. Kann ich doch gar nicht. Okay, los geht's. Ja. Verfolgungsjagd, ey. Schnell zu Sam. Fahren wir die hin sind. Sonst stirbt er. Okay. Hey, Brüderchen! Wow. Komm her! Versuch's! Okay, okay! Spring rein! Sam, spring in das verdammte Auto! Ich bin schneller! Diskutier nicht rum! Vorsicht! Verdammt! Shit! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Raus hier! Glück gehabt. Mist. Komm schon. Na los! Ab auf dem Motorrad. Alter! Alles klar? Ja. Hey. Verschwinden wir. Das ist schon ziemlich cool, oder? War schon ziemlich cool. Wir sehen die ganzen Hafenarbeiter auch nicht jeden Tag. Kommt ein Auto geflogen. Sally wartet einfach ganz cool, da weiß er, dass ich zurückkomme irgendwann. Okay, die Luft ist rein. Ja.
Okay. Prodeus quod licentia. Sieht wie ein Monogramm aus. Für Gott und die Freiheit. Das ist ihr Motto. Die vielen Paradieshinweise. Wie konnten wir das übersehen? Na, wie ich sehe, seid ihr zwei okay. Viel besser als okay. Wir haben Libertalia gefunden. Lieber, was für ein Ding? Libertalia. Wie es scheint, begründete Avery die legendäre Piratenkolonie. Eigentlich war es eher ein Piraten-Utopia. Ja, okay. Und der Schatz? Nach den Erzählungen bot dieser Ort Unterschlupf für Hunderte, vielleicht Tausende Piraten. Und sie haben alles geteilt. Ihren Besitz, Ressourcen. Geld? Und sie haben es alles in einem großen Schatzhaus aufbewahrt. Okay. Und? Wo ist diese heilige Stätte der Kommunistenpiraten? Genau hier. Diese Insel. Gleich nördlich von Kings Bay. Und Rafe hat eine Kopie davon. Ja, aber bis Rafe das verstanden hat, sind wir längst auf dem Weg nach Libertalia. Ich sag's dir, dieser Schatz gehört so gut wie uns. Oh, Mist. Wie läuft der Job in Malaysia, Nate? Du bist wohl vom Kurs abgekommen. Ups. Elena, ist nicht so, wie es aussieht. Wirklich? Denn es sieht so aus, als wärt ihr auf der Suche nach Henry Averys verschollenem Schatz. Und bei den vielen Shoreline-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen, seid ihr doch bestimmt nicht die Einzigen, die danach suchen. Okay, also es ist wohl doch so, wie es aussieht. Aber ich kann das erklären. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Also zuerst mal, das ist Sam. Sam Drake. Mein Bruder. Hi. Tut mir leid. Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin, und das meinetwegen. Tja. Und der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld. Und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, hör auf. Gab es jemals einen Malaysia-Job? Ich... Okay. Komm schon, warte. Elena, warte! Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht's. Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich? Es einfach sagen? Ich musste dich schützen. Das ist Blödsinn, Nate. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder. Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Wärst du tot, hätte ich davon nicht mal was erfahren. Und jetzt hast du einen Bruder. Wer bist du? Komm schon. Ich bin's. Komm schon, ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein Gott. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst. Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Mein Flugzeug wartet. Mach du, was du tun musst. Hey. Hey, was machst du? Lauf ihr nach! Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du? Dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, Sam zu retten. Und der wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir lassen ihn irgendwo untertauchen. Ich hab Kontakte. Er saß 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen.
Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Komm schon, du bringst euch beide um. Wirklich? Junge, ich mach das hier schon verdammt lange. Ich glaube, ich komm schon ganz gut allein. Hey, du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie. Wie du meinst. Kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen. Oh, dicke Luft, dicke Luft. Wer kennt das nicht? Geht jedem Mann so mit seiner Frau? 12. Auf hoher See. Nee, Quatsch, nur auf See. Hey, Nathan! Ja, Land in Sicht. Na, was sagst du? Ah, ziemlich cool. Übernimm mal das Steuer. Weißt du, diese ständige Herumlaufen und Überleben um Haaresbreite, wir haben uns nie Zeit genommen. Einfach mal zu genießen. Wie weit wir es gebracht haben. Ins Meer geworfen. Hm? Müll ins Meer. Sic Parvis Magna. Sic Parvis Magna. Ja. Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bei diesem Schatz, wer würde das nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich es diesmal einfach zu weit getrieben. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich dachte, es wäre größer. Ja, tja, das ist definitiv der richtige Ort. Ich schau mal, wo wir an Land gehen können. Okay, genau hier machen wir Stopp und machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Oh, naja.